So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir sind auf dem Luftschiff von Beruga und haben Bomben gelegt. Was vielleicht ein bisschen illegal ist, aber interessiert mich nicht. Und jetzt müssen wir wieder finden. Ah, okay, wir müssen tatsächlich hier. Ah, hast du alle Bomben gelegt? Klar, Mann. Okay, ich leg den Schalter um. Flugzeugabsturz. Nun müssen wir nur noch fliehen. Nur noch. Hoho, ihr Narren, gebt auf. Das war Beruga. Es kam vom hinteren Deck. Du erkennst deine Stimme? Oder geraten? Da ist er, der Böse. Ein Bossfight auf engem Raum. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Du scheinst zu denken, dass ich keine Chance zur Flucht mehr habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliegen kann. Naive Leute wie du sind in sowas, sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen. Doch bevor ich gehe, sollst du noch etwas erfahren. Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alle Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Nicht ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt. Uncool, Brudi? Was? Vom Allerdeit, zu Hilfe! Ist er jetzt tot? Beruga wurde von seiner eigenen Maschine gerichtet. Welch ein Ende für das größte Genie der Menschheit. Grausam. Das Schiff wird bald seine Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Doch die Kraft der Liebe. Hier pickt einfach so ein normaler Möwe. Na, das kann nicht sein, Mann. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Keine Möwe kann so hoch fliegen. Ja, aber Möwen sind mechanisch. Ja, von der Regierung. Vielleicht haben die anderen es nicht bis hierher geschafft. Ja, keine Möwe überhaupt drei Leute tragen? Nee, ne? Arg, flieh mit der Möwe. Warum sollten wir alle sterben? Nutzt die Chance. Roy hat recht. Wir helfen uns schon. Wir haben eine Chance, den Sturz zu überleben. Menschen halten einiges aus. Ins Wa... Ja. Okay. Tschüss. Ich werde mir fehlen, ne? Also so, ihr seid schon süß zusammen. Ach, wir sehen uns wieder. Beeil dich, Mann. Okay, Möwe. Pieps, pieps. Pieps, pieps. Oh, stimmt. Er wollte ja den Untergang der Welt sehen. Sind wir soweit? Geht's jetzt ab? Wie? Ja, es geht's ab. Das Licht der Apokalypse. Dies ist der Erde. Letzter Tag. Hi. Das Licht wies in Richtung Südamerikas. Vielleicht ist eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss das Ende sein. Südamerika, alles klar, Mann. Hui. Alles klar, Beruga ist weg. Melina ist, die will uns nicht mehr töten. Fluffy ist weg. Jetzt müssen wir nur Satan töten. Schiff oder... Geheimgang. Oder Flugzeug... Ja, wahrscheinlich Schiff. Okay, Südamerika. Aber dann waren wir gar nicht in diesem Kapstadt-Zeug da. Karstadt. Hips, hips. Ah, du bringst... Nee, du bist gerade, glaube ich, nicht wichtig. Hier gab es ja nochmal ein Gebiet. Aber hier waren wir auch, okay. Ist auch nicht wichtig. Ach, und du mit deinem Wettrennen. Nee.
Wir können uns doch mal kurz heilen. Und so eine Götterknolle kaufen. Ohohoho, sind die Sachen mittlerweile schwach. Und speichern können wir auch mal. So, auf regulären Weg und nicht per Safe State. Mutter ist noch immer nicht zurück, Mann. Nee. Das heißt, kostenlose Übernachtung? Nein. Ja, okay, ich... Ah. Toll ist diese schnell durchführ Funktion. Leertaste gedrückt halten. So, speichern. Da kann man sich manchmal so ätzende Sachen ersparen. Okay, wir suchen ein eingestürztes Flugzeug. Hier? Nee, glaube ich nicht. Hier? Nee. Hier ist nur dieser eine Magier. Ich verstehe das Gebiet hier im Süden nicht. Im Spalt? Portal. Oh! Ist größer geworden. Ah, okay. Es ist beim Portal abgeschmiert. Columbo, ist lange her, Ark. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt, um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer. Mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meinen Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in die Unterwelt verschwinden wird. Wirst du? Ja, so sei es, Mann. Ich muss ja noch was bereinigen. Oh, du wirst nicht mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern. Das ist alles, was ich dir rate. Ja, im Prinzip haben wir gespeichert. Wir haben sogar eingekauft. Wir kommen wieder nach Hause. Aber jetzt im Wissen, dass wir die Bösen sind. Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein, was mich wohl in dieser Welt erwarten wird. Finden wir unsere Girlfriend wieder? Ei, schön. Der Anfang vom Spiel. Wir können zurück nach Hause. Wir können in die Türme. Können wir in die Türme? Oh, das wäre so witzig, wie viel Schaden wir jetzt drücken würden. Na gut, dann müssen wir wohl heim. Ah. Oh, lang ist her. Schön, dich gesund wiederzusehen, Mann. Wir müssen uns, glaube ich, den Weisen stellen. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Ja, stimmt. Nimm mir mein Gehirn, bitte. Oh, es wird... Okay. Mm. Ey. Aua. Was ist denn los? Toller Hecht, du bist zurück. Was ist... Oh! Fällt mir nicht. Die Tür scheint kaputt zu sein, öffnet sich nicht. Kürbis, bist du... Ja, rede nicht mit uns. Was ist, wenn wir raus und wieder reingehen? Alles wieder safe? Nee, ist weiter rot. Okay. Soll ich zu meiner Girlfriend gehen? Oder? Ark, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Oh! Habe ich ihn ganz getötet? Ist er weg? Nee. Ark, wie viele Jahre ist das her, seit du hier warst? Willkommen. Okay, die werden alle zu keine Ahnung. Sehen die uns angreifen? Wo bist du gewesen, Mann? Plopp. Ich will nicht, das ist ein Albtraum. Oh cool, ich kann wirklich schlafen. Sterben wir im Schlaf? Nee, okay, wir schlafen auch nicht richtig. Das ist... Du kannst nicht schlafen, wenn Gegner in der Nähe sind, ne?
geiler, spannungsaufbauender Musik. Oh. So, du bist böse, oder? Ah, du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Ja, jetzt zugunsten der Vernichtung der anderen Welt, oder was? Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Nein, Mann, du bist böse. Wieso sollte ich... Ich sollte dich jetzt abstechen. Na gut, dann folge ich dir. Alles fit, Mann? Ach, Mann, wir haben uns Sorgen gemacht. Plopp. Wo ist er hin? Hier? Ark, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Der ist voll rot, Mann. Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Amerika und Südamerika. Das Licht schuf Leben, das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel läutet jetzt dein Ende ein. Ark, deine Aufgabe ist erfüllt. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarstein. Oder was? Oh. Oh, swoop. Okay, also die Seelen sind schon zu uns. Nee. Dies ist der Ragnarstein. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Da sind komische Skulpturen da. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Das Leben ist eine Treppe. Schöpfen bedeutet Formen. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Alter, Super Mario 64 hat voll die Treppe geklaut. Diesem Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Jetzt kommt wieder die Banger-Musik, Mann. Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahrer Gestalt streiten. Achso, ist der Weise der Teufel, oder was? Wow, eine Sternplattform. Wir sind ja Superstar. Also der Weise ist wirklich... von so einem glatzköpfigen, dicken Mann zu Kristallwesen? Agarak ist wütend. Agarak wütend. Agarak wütend. Aua. Höllenlicht. Okay, er macht's zweimal. Agarak wütend mit seinen Laseraugen. Höllenlicht. Okay, aber da müssen wir springen. Fuck. Agarak wirft ein hartes Licht. Aua. Höllenkristalle auch noch. Haben die... Oh! Wir können das abblocken. Au. Oh. Und jetzt, sein Kopf ist er ist ein Segel. Okay. Ah, okay, aber manchmal, wenn er es... Was bringen denn diese... Wenn ich das... Ah, okay, die explodieren. Alles klar, ich muss das so, so zersplitten, wenn es so schräg... Halt! Komm zurück! Wenn er so schräg ist. Also, Höllenlicht. Ja, okay. Ja. Agarak wütend. Au. Au. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe... Nein! Okay, ich muss wirklich ganz nah am Eck sein. Höllenkristalle. Höllenlicht. Spring. Oh, das war die Angriffstaste. Agarak wütend. Ja, Agarak wütend ist noch ein bisschen das ekelhafteste. Höllenlicht, schon wieder. Ey! Wirf mal dein anderes Ding. Hey! Also ein bisschen unfair. Höllenlicht, schon wieder.
Schon wieder. Ach komm. Oh. Verdammt. Agrak wütend, schon wieder. Ah. Okay. Ja, okay. Auch du wirst verschwinden. Und jetzt kann man hier diesen Stachel da angreifen mal. Irgendwann. Also wenn er da aufhört zu leuchten. Ah. Okay, ohne Götterknolle. Easy. Der Weise ist ganz schön leise. Oh, oder Scheiße. Ah, Moment, dann nehme ich doch meine Götterknolle. Hi. Coole Flügelbruder. Okay. Dass sie schon zu Super Nintendo-Zeiten Bossfights mit zwei Phasen haben, das ist so. Oh, okay, jetzt macht er Schaden. Gut, Brudi, das ist uncool. Kann ich irgendwas von dir wegblocken? Oh! Oh, 131 Damage? Halt, wie blocke ich das? Stopp. Muss ich sterben? Das ist, also das ist unfair. Aua! Muss ich eine Bombe reinschmeißen? Okay, warte. Was habe ich denn alles? Ich könnte ihn anrammen. Oh, muss ich einen Siegel ausrüsten? Hält Geister fern? Nur Kids Schlafzauber, aber ist ja beides nicht. Ist das eine Schriftrolle? Das ist das von Melina. Kann ich... Arc, lies den Brief. Danke, Arc. Ich möchte dir aber nicht mehr zu Last... Ach, scheiße. Das war kein Zauber. Das ist... Ah, nein. Ja, okay. Boah, hätten wir viel mehr leveln sollen? Okay, ich muss das Ding abwählen. Das ist ja sonst... Empfänger. Hundepfeife. Ja, das ist hart witzlos, der Bossfight. So, ausgerüstet. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.